Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Landstiffer natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm startet mit einem 0:0 in Wolfsberg in das neue Jahr. In der Nachtragsspiel der 7. Runde eben ein Remis beim WAC. Man muss sagen, aufgrund des unglücklichen Spielverlaufs aus Sturmsicht muss man mit dem Punkt, glaube ich, zufrieden sein. Kann man auch die Defensive mal wieder überragend kämpferisch top. Und ja, so hat man dem WAC in dieser Partie ja doch zwei Punkte, würde ich sagen, eher abgeluchst. Also beziehungsweise den einen Punkt aus unserer Sicht abgeluchst und den Wolfsbergern zwei geklaut. So, in der Differenz. Also gehen wir das Ganze mal kurz chronologisch durch. Die erste Viertelstunde ereignisarm von beiden Seiten. Der erste Ausrutscher nach vorne, würde ich mal sagen, von Kevin Friesenbichler nach 13 Minuten. Der tankt sich über die linke Seite in den 16er, im 16er durch. Sein Abschluss ein schöner Schlenzer, findet aber nicht den Weg in den Kasten von Kofler im WRC-Tor. Das aber eben das erste Ausrufezeichen aus Sturmsicht. Danach das Ganze weiterhin eher verflacht, bis zu einer knappen halben Stunde. Da wurde es dann interessant, die Minute 28 genauer gesagt. Amadou Dante verfolgt im Laufduell den WRCler, ich glaube Wiesinger war es. Wiesinger kommt im 16er zu Fall. Es war nicht viel, es war jetzt keine wahnsinnige Berührung. Also ja, der Schiri gibt auf jeden Fall den Elfer, okay, regeltechnisch klar. Und dann aber noch die rote Karte. Und das war schon, das hat wehgetan. Das hat dann schon wehgetan. Also Dante hat nicht viel gemacht. Regeltechnisch, wie gesagt, kann man es so geben. Aber außerdem muss man auch dazu sagen, ein paar Minuten vorher gab es ja eine ähnliche Aktion, also zumindest auch eine umstrittene Aktion im 16er des WACs. Da wurde Janscher so ein bisschen weggeschupft, da gab es auch nichts. Also es wurde vielleicht noch nicht ganz in diesen beiden Aktionen so 100 pro mit zweierlei Maß gemessen, ist vielleicht auch die schwarz-weiße Brille, die ich da ein bisschen ja, zu sehr aufhabe in der Bewertung. Aber okay, den Elfer, den fälligen, tritt Michi Lindl an und der wird nichts, denn wir haben ja im Moment jemanden im Kasten, der alles hält, was aufs Tor kommt, und dieserjenige ist natürlich Jörg Siebenhandl. Pariert das Ding, relativ locker, der Elfer auch nicht überragend geschossen, muss man auch sagen. Also da hat Lindl schon besser in seiner Karriere gemacht. Ohnehin war es jetzt nicht der Tag des Michi Lindl, sei mal auch erwähnt an der Stelle. Und ja, Siebenhandl wie eine Bahnschranke, wirft sich auf den Ball, hat keine Probleme und verhindert eben den Rückstand für die Schwarz-Weiß nach einer guten halben Stunde. Danach kam der WAC klarerweise auf. Mit einem Mann mehr waren sie in der Offensive auch ein bisschen mutiger und hatten mehr Freiräume. Dann musste sich Sturm erstmal ein bisschen sortieren. Nach Zuspiel von Michi Lindl in den 16er ist es Jovelic, der eine dicke Möglichkeit hat. Die Eintracht Frankfurt-Leihgabe für die WACler, aber auch da ist Siebenhandl wieder zur Stelle. Top-Parade, der überhaupt in überragender Form, kann man gar nicht oft genug erwähnen, muss man ehrlich sagen. Und da gab es, glaube ich, noch einen Wiesinger-Kopfball bei den Wolfsberger vor der Pause. Auf jeden Fall ging es trotzdem mit einem 0:0 in die Kabine. Übrigens hätte auch der Wolfsberger Baumgartner nach einer Grätsche gegen Kuhn durchaus auch rot sehen können. Am Ende gab es da nur Gelb, das sei normal so am Rande erwähnt. Zweite Halbzeit, spielerisch war es ein bisschen ein Gemurkse, wenn man ehrlich ist. Allerdings eher auch von beiden Teams. Der WRC hatte das Spiel dann natürlich im Griff. Mehr Ballbesitz, mehr Pass, höhere Passgenauigkeit etc. Also die waren schon der Herr im Haus, wenn man so will. Allerdings kamen sie auch in den seltensten Fällen so richtig gefährlich vor Sturmtor, wie ich finde. Und das auf jeden Fall der guten Defensivarbeit unserer Blackies geschuldet, würde ich mal behaupten. Sturm selber wurde ja auch so ein bisschen aktiv, zumindest vereinzelt in Minute 55, ein Freistoß von Jakob Janscher, der knapp am Tor von Kofler vorbeigeschlenzt wurde. Und fünf Minuten später schickt Friesenbichler Hierländer auf die Reise. Der zieht relativ allein, natürlich bedrängt von einem Gegenspieler, auf das Tor von Kofler, scheitert dann auch an diesem. Der muss sich aber schon gehörig strecken, um den Ball über die Latte zu lenken. Also da hätte Sturm auch schon in Führung gehen können, über weite Strecken. Aber klar hatte der WAC das Spiel schon eher im Griff. Wie gesagt, immer noch mit einem Mann mehr auf dem Platz. Trotzdem hat Sturm in der Defensive vor allem eben gut gemacht, auch weil man die Kreativzentrale der Wolfsberger einfach ausgeschalten hat, die meiste Zeit. Also Lindl kam so gar nicht ins Spiel, man hat eben gerade auch das Zentrum schön dicht gemacht, da musste Wolfsberg öfters auf die Seite ausweichen und da hat man dann schon gesehen, okay, die Flanken sind jetzt auch nicht so, waren in dieser Partie jetzt auch nicht die Meisterleistung der Wolfsberger. Und von dem her wurde es eher eine kämpferische
physikalisch betonte Partie, viele Nicklichkeiten, viele kleine Fouls, viele Spieler, die ein paar Minuten auf dem Boden gesessen sind. Aber es kam halt nicht viel raus dabei und für den WAC war es halt in dieser Phase schon ein bisschen ärgerlicher, dass sie das Tor einfach nicht machen konnten. Eine dicke Möglichkeit gab es dann auch nochmal für die Wolfsberger, genau in der Schlussphase durch Wiesinger, 76. Der kommt im 16er zum Abschluss und wieder ist Jörg Siebenhandel mit einer Top-Parade zur Stelle, lenkt den Ball wieder weg vom Tor und verhindert da zum wiederholten Male natürlich den Rückstand für die Blackies. Am Ende bringt man das 0:0 über die Zeit. Für Wolfsberg klar zwei verlorene Punkte, für Sturm in diesem Fall ein gewonnener Punkt. Schade natürlich, dass man ja die Tabellenführung sich nicht geholt hat, aber unterm Strich, okay, man ist jetzt punktegleich mit Salzburg aufgrund der schlechteren Tordifferenz Zweiter. Also ja, da glaube ich, gibt es trotzdem im Moment nicht wahnsinnig viel, wo man sich beschweren kann. Man hat jetzt die Siegesserie nicht ausbauen können. Nach 6 Pflichtspielsiegen am Stück gab es nur ein Unentschieden. Aber hey, wenn man sich so die Frühjahrsauftakte, obwohl es ja offiziell kein Frühjahrsauftakt eigentlich war, der kommt erst gegen Rapid am Freitag. Da geht es in Runde 13 weiter. Aber ja, man kann damit, glaube ich, ganz gut leben. 60 Minuten in Unterzahl gegen Wolfsberg wegzustecken, sind auch mal eine Leistung ohne Gegentor. Und ja, von dem her bin ich zufrieden und kann mit dem X auf jeden Fall ganz gut leben. Bevor wir das Video beenden, schreibt ihr mir natürlich gerne wie immer in die Kommentare, was sagt ihr zur gestrigen Partie. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei den Lenz TV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwarzen natürlich. Sauber gekämpft, Burschen. Und bis dann. Ciao, ciao.